So, YouTube. Hallo, hallo und willkommen zur Planungsbau und verrückten Crazy Verbauungs-Action. Ja, wir werden jetzt sehen, ob das klappt, was wir hier alles geplant haben. Ich habe mal nicht geskippt. Ich habe es auch nicht weiter vorgebaut, großartig. Wir machen einfach direkt weiter und lassen uns von dem Endergebnis komplett überraschen. Bin auf jeden Fall gespannt. Hat er wieder... Manchmal nervt er mich. Jetzt hat er... Hey, ich habe abgerissen und er hat es einfach nach hinten versetzt. Vielleicht sollten wir das eher ein bisschen wie so eine Manufaktur machen. Ich glaube, immer wenn ich jedes Ding einzeln baue, verbrauchen wir sehr viel Zeit. Aber wenn ich hier erstmal alle setze, dann fühlt sich das an, als ob man schneller ist, nicht wahr? Manufakturarbeit, beste Arbeit. Na. Ah, einer muss ja wieder querschießen. So, jetzt brauche ich nämlich nicht mehr wechseln und kann immer das gleiche Item einfach oben benutzen. So. So. Okay, und bei denen ist eigentlich immer so. Dann kann ich das auch erstmal ransetzen. Muss ich nur einmal in der Mitte drehen. Und dann machen wir erstmal den linken. Ah, das geht doch irgendwie einfacher. Oh, hier habe ich die Geraden vergessen. Wir müssen eh drehen. Passt. Sehr gut. Sehr gut. Und dann haben wir es, glaube ich. Eine Verteilungsmaschinerie, wie sie im Buche steht. Oh. Ja, gut. Also das mit dem Hamen nehme ich nochmal zurück. Und den brauchen wir ja noch. Den haben wir nicht. Der müsste dahin. Du nach da. Du nach dort. Du daran. Du dort dran. Du nach dort. Oh, wir haben nur noch 500 Förderbänder. Ich produziere noch welche. Das ist schon mal gut. Und wichtig. Haben wir jetzt alles? Die rechte Seite war fertig. Die linke Seite sieht jetzt auch fertig aus. Das heißt, wir brauchen eigentlich nur noch den Anschluss hier und da. Müssen wir einmal nach oben nur. Und dann parallel zu denen gehen. Das heißt, wir haben hier einen super schönen Laufweg dann am Ende. Das gefällt mir natürlich. Okay, anderer Baumodus. Und Lückenschluss. Und dann ist dieses Megakonstrukt erstmal auf der Seite fertig. Was fehlt jetzt? Strom. Strom kriegen wir auch hin. Den haben wir auch gebaut. Von wo kommt denn der Strom? Ich glaube, ihr habt doch einen Stromanschluss. Ja, da. Na, das ja. Als ob ich das irgendwie geplant hätte. Aber ganz ehrlich, habe ich nicht. Da bin ich so ehrlich. Auf der Höhe. Falls wir hier noch welche bauen, lasse ich mir mal einen noch frei. Wir wollen dann auf der Höhe. Okay.
Ah, einer muss noch. Ja, dann setzen wir den da so ran. Oh. Dann haben die auch Strom. Warum verteilt sich das hier nicht? Zurecht. Da fehlt nämlich ein Pernüppelchen. Das war ein Aufmerksamkeit-Test. Ihr habt leider verloren. Liegt überall Kupfer und Stab an. Kupfer und Stab, Kupfer und Stab. Kupfer und Stab, Kupfer, Stab, Kupfer, Stab, Kupfer, Stab, Kupfer, Stab. So. Aber dieses war ja nur der erste Streich. Doch die 2598 anderen Streiche folgen sogleich. Das Gute ist, hier müssen wir nicht so eine krasse Zusammenführ-Action machen. Dann machen wir einfach im Lager 2-3 Anschlüsse und dann ist gut. Ach stimmt, ihr hattet ja noch keine. Aber die führen wir natürlich immer erstmal zusammen. Weil so viele Anschlüsse hat das Lager nicht. Ich glaube, 6 hat das. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ja, zumindest die äußeren müssten wir noch zusammenführen. So. So. Jetzt habe ich auch auf die Richtung geachtet. Man könnte mich Profi nennen. Und wir können, bevor ich es nämlich später vergesse, wenn wir schon da dran sind, das auch gleich auf Ausgang setzen, nicht wahr? Ja, man möge mir unterstellen, dass ich das ein oder andere Mal vergessen hätte, das hier auf Output zu stellen, sodass eine sehr lange Zeit keine Ware aus diesen Geräten rauspurzelt. Aber das ist natürlich Hörensagen, diffamierend und eine infame Behauptung und Lüge, die ich mit all meinen Wissen und Kenntnissen verneine. Das hat niemals stattgefunden. Wer was anderes behauptet, lügt. Und wird entsprechend zur Rechenschaft gezogen. Okay, jetzt haben wir nur noch 1, 2, 3, 4. Das ist doch viel besser. Und ja, dann können wir noch 2 dranhauen und dann haben wir es, glaube ich. Hallo, try. I try to. Oh, oh, oh. Und komm, gib mir noch das eine. Jawohl, wir haben es. Sehr schön. Worum geht es bei diesem Spiel? Ist ein... Und danke für den Follow. Ist ein Satisfactory Factorio-Klon, habe ich so mir sagen lassen. Aber eigentlich ist es ein Fabrikaufbauspiel, in dem du Automatisierung vorantreibst. Über eine komplett riesige Karte, die ist unendlich, so viel Speicher wie dein Rechner hergibt, im Voxel-Minecraft-Style, also alles sind viereckige Blöcke. Und die Lore dahinter ist, du bist von dieser Raumstation da oben abgestürzt, weißt nicht mehr, was los ist, und du hast so einen kleinen Companion, der ist bei mir irgendwo, hier habe ich den abgestellt. Der gibt dir mal Aufgaben und sagt, ey, die Station braucht uns, jetzt brauchen wir das, jetzt das, und dann darfst du diesen Forschungsbaum erforschen nach und nach. Und er wird nach unten natürlich immer komplexer und schwieriger. Und das ganze Spiel ist noch in der Early Access Phase. Aber ja, Satisfactory kommt dem, glaube ich, nahe. Wobei Satisfactory so ein paar Sachen anders macht. Ich würde sagen, das ist eher so ein Satisfactory in Light.
Was es für mich sehr angenehm macht, weil ich mag so Hardcore-Spiele nach der Arbeit vor allem nicht. Ist ein bisschen entspannter, ruhiger. Es sollen aber in Zukunft auch noch sowas wie Gefahren vielleicht dazukommen. Aber aktuell sind die noch nicht drin. Die Gefahr ist einfach die eigene Dummheit aktuell und ich glaube, das reicht schon. Und du bist gerade dabei zu erleben, wie unsere Drahtspulenindustrie Fahrt aufnehmen wird. Es kommen also großartige Momente auf dich zu. In wenigen Sekunden werden wir dort den Startschuss geben, wenn nicht die Sicherung durchbrennen. Haben wir alles auf Output stehen? Wir haben alles auf Output stehen. Wir haben das Lager angeschlossen, wir haben das Lager angeschlossen. Die Waren stehen. Die Waren stehen. Das heißt, wir müssen nur noch alle Dinge einstellen, was sie produzieren sollen. Und ihr sollt produzieren elektronische Komponenten. Okay. Fast. So, elektronische Komponenten, da sind sie. Wup, 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 wup. Fast richtig gemacht. Ja, also das Spiel, man merkt an manchen Stellen deutlich, dass es Early Access ist. Aber ist schon süß, aber hier zum Beispiel nicht. Ich muss alles einzeln einstellen und er springt immer wieder zurück. Er bietet mir auch Sachen an, die gar nicht in der Maschine möglich sind oder so. Das kann man irgendwie halt optimieren, nicht? Also bei 3 Rezepten, die die Maschine herstellen kann, zeigt mir doch einfach die 3 Rezepte an. Da muss ich nicht immer einen Menüpunkt nochmal umschalten. Ist halt das gleiche Menü wie das Hauptmenü. Allein von anhand der Eingangswaren könnte auch eher erkennen, was hier hergestellt werden kann. Solche Quality of Life Feature, denke ich, werden irgendwann kommen. Aber aktuell noch nicht. Ich glaube, aber alle funktionieren. Und damit haben wir elektronische Komponenten. Wir dürfen also die Benennungen vornehmen. Wegpunkt erstellen. Elektronische Komponenten. Dann wissen wir nämlich auch, wo die sind. So, und wir kriegen nämlich ein Stromproblem. Das Problem ist, der Strom ist 2 Kilometer weit weg. Ich weigere mich so ein bisschen dahin zu gehen, weil wenn ich irgendwas vergesse, dann muss ich 2 Kilometer zurücklatschen und das ist schon eine Hausnummer in dem Spiel. Also hin und zurück laufen wir dann schon mal 10 Minuten bei 2 Kilometern. Aber solange es läuft, läuft's. Wir können mal gucken, was unsere Netzattribute denn sagen. Ja gut, die meisten Sachen laufen auch gerade nicht, nicht? Die sind alle on hold, weil die Lager voll sind. Aber allein das, was gerade läuft, verbraucht 6 Megawatt und wir stellen nur 9 her oder 12. 12 stellen wir her. Und allein das Ding hier zieht 4 oder 5. Aber es funktioniert. Es verteilt die Sachen sauber, gleichmäßig, aber natürlich zu wenig kommt da rein. Da müssen wir mal gucken, dass wir dann bessere Förderbänder, mehr schnellere Ausgaben vielleicht kriegen. Dann kriegen wir hier auch mehr rein. Ah, es füllt sich. Okay. Jetzt das nächste. Wir wollen elektronische Komponenten und Olomitplatten zu Leiterplatten herstellen. Und wir haben hier die Polymerplatten, hier die elektronischen Komponenten. Das heißt, auf der Höhe hier, so, ab der Höhe würde ich sagen, bauen wir dann die anderen Dinger. Und das machen wir dann mit denen auf einer Höhe. Bauen wir eigentlich genau nochmal das Gleiche. Ich mach mal. Ich mach das einfach mal so. Dann habe ich auf jeden Fall erstmal die. Und dann ab da.
Und damit ich dann da hochkomme, erstmal, ich habe nämlich keine Leiter mehr. Gehen wir einfach über den hier dahin. Ja, aber eigentlich wird es 1:1 genau das gleiche, was wir eben gebaut haben. Wir haben 2 Eingangskomponenten. Nee, nicht schon wieder die ganzen Platten alle. Das kann doch nicht sein. Alter, was frisst denn das? Okay. Das ist hart. Oh ja. Ja, und wir sind gerade im Ölzeitalter angekommen. Das heißt, wir steigen von Förderbändern ganz oft auf Rohre um. Gerade sind wir erstmal dabei, das Flüssigpolymer zu nutzen. Als nächstes kommt Olomitgas, Olomitsäure, Ignumpulver müssen wir noch herstellen. Da müssen wir noch Energiezellen herstellen, da brauchen wir aber die Olomit-Dinger und da brauchen wir Glas. Scheiße, Glas habe ich nicht erforscht. Glas habe ich noch nicht erforscht. Und dann müssen wir die Forschung 4 Rezepte herstellen. Die brauchen Leiterplatten und Energiezellen. Okay. Leiterplatten hätten wir dann. Das heißt, super. Energiezellen wären dann das nächste. So, Energiezellen brauchen Xenophyritplatten. Okay, Platten haben wir. Die elektronischen Komponenten, die stellen wir auch her. Glas. Da müssen wir neu anfangen. Das weiß ich nicht, wie das geht. Und Olomitsäure, das können wir hier herstellen. Olomitsäure wird aber aus Ignumpulver und Olomitgas hergestellt. Das heißt, eigentlich aus dem Zeug und dem Zeug müssen wir eine Industrie aufbauen damit. Dann kommt hier die Olomitgas, Olomitsäure Fabrik hin. Das passt eigentlich sehr gut. Das Einzige, was mir nicht passt, aber wir werden einfach unser Sprengmittelchen einsetzen. Vielleicht können wir das Sprengmittel auch in erweiterte Sprengmittel packen, weil hier hinten haben wir ein kleines Problemchen und zwar nee, warte mal, wo ist das? Das wäre, wo sind denn wir? Ich sehe mich gerade nicht. Hier. Da. Genau, das wäre da drüben und man sieht, da ist ein riesiger Berg. Hier müssen wir komplett wegspringen. Anders sehe ich da kein Land. Wir müssen da einfach eine Furche reinspringen, bis wir zum Olomit rüberkommen, um hier die Fabrik aufzubauen. Also das ganze Ding muss weg. Minimum. Das ist noch viel härter. Man kann natürlich das auch höher bauen, aber ich will ungern immer hoch, runter, nicht? Ich reiß lieber hier irgendwie die ganze Bodenscheiße weg, damit die Fabriken alle auf einer Ebene sind. Das macht das Ran- und Abführen wesentlich leichter, wenn ich da nicht erstmal überlegen muss, in welcher Höhe ich irgendwo ankommen muss. Aber die kriegen hier zu wenig Zeug ran. Wir könnten das hier durch eine zweite Förderdings natürlich machen, die direkt da rangeht und die andere geht direkt daran, dann könnten wir die doppelte Menge nach links und rechts bringen. Aktuell teilt der sich hier 50-50. Und wir sehen, Stäbe braucht man nicht so viele, die reichen, die stacken, aber die Kupferdrähte, die reichen nicht für die Menge an Fabriken. Gut, ist auch schon die Maximalmenge, nicht? Also eigentlich wollte ich 2 weniger bauen, aber dann hätte das mit den ganzen Verteilern nicht geklappt. Was da interessant wäre, bevor wir weiterbauen. Ich habe nämlich keine Erfahrung damit, wie das mit den Ein- und Ausgangswerten von diesem Material ist. Drahtspule, ob hier genug reinkommt. Ja. Also hier kommt noch genug rein. Hier auch. Und wir verbrauchen ja jetzt überall Stäbe. Ah, die Stäbe gehen nach unten. Wenn es vorne runter geht und nicht hinten hoch, nicht? Dann wird es weniger. Das heißt, wir haben gerade hier ein Defizit. Aber hier haben wir auch minimal nur 1, 2, 3, 4, 5, 6. Das heißt, da müssen wir noch schmelzen, ergänzen. Hier ist aber alles dafür vorgesehen, das zu erweitern noch. Von daher kein Problem. Aber dafür brauchen wir Platten. Dann können wir das nach hier ziehen. Okay, das Stromkabel müssen wir ersetzen. Warum ist das überhaupt so hässlich hier gebaut?
Okay, ich glaube, das war hier auch nur eine Notlösung, nicht wahr? Das sieht jetzt auch irgendwie merkwürdig aus. Aber hier können wir nach links und rechts erweitern, aber wir haben ja auch noch Platz links und rechts. Also 4 Schmelzen kriegen wir auf jeden Fall hin. Das ist nochmal 75% mehr Kapazität hier rein. Aber bevor es leer läuft, sollten wir uns beeilen. Das heißt erstmal Platten holen. Ja, und man kann alles natürlich auch wesentlich kompakter bauen, nicht? Ich bin aber jemand, ich baue die Sachen sehr gerne sehr weit auseinander an die Stellen, wo auch wirklich die Vorkommen sind. Weil man dann auch genug Platz zum Erweitern hat. Wenn man das also eng an eng baut, gerade am Anfang baut man sehr eng an eng. Also wir haben hier gestartet und auf der Fläche hatten wir alles, was wir jetzt auf der Fläche haben. Das war natürlich einfacher mit hin und her laufen, aber man konnte es auch nicht so schön erweitern. Die kann ich einfach skalieren. Ich habe noch Ersatzressourcen, wenn eine alle ist irgendwie. Da kann man ein bisschen handhaben. Hier ist unser Forschungstower, den wir uns hingezimmert haben. Apropos Forschungstower, wir könnten noch ein bisschen forschen. Wir müssen nämlich jetzt das Glas erforschen. Wo ist ein Glas? Glasproduktion, Brennofen, Glasproduktion. Glas hergestellt in Schmelze und fortgeschrittene Schmelze aus Schotter. Okay. Der Brennofen macht was? Der Brennofen kann unerwünschte Gegenstände erstellen. Okay, ist also uninteressant. Ja, man kann unendlich tief in den Boden bauen. Also unendlich tief nicht, es gibt bis 0 runter, aber es fühlt sich unendlich tief an. Und dafür gibt es Aufzüge, die das für einen übernehmen. Also man muss nicht von Hand bohren, außer man muss sie erstmal erforschen. Das ist also auch nicht von Anfang an verfügbar, aber wenn es verfügbar ist... Ich bin eine Ebene zu hoch. Ich hänge. Hier muss ich hin. Platten! Jetzt nehme ich mir mehr mit. 2400. Das sind nochmal ein paar mehr als vorher. Okay, ich gehe eins höher und über den Beton. Nein! Oh, shit. Nein! Oh, Leute. Wie oft die hier schon runtergefallen bin. Der hat so ein bisschen, ich nenne das Empyreon Seifenfüße. Wenn er an der Kante steht, dann rutscht er einfach runter manchmal. Schau gleich nochmal vorbei, muss noch eine PowerPoint für morgen vorbereiten. Oha. Dann viel Erfolg dabei. Ich bin froh, dass ich sowas wie PowerPoint seit Jahrzehnten nicht mehr anfassen musste. Aber wir werden auf jeden Fall noch schwitzen und weiterbauen. Unsere Produktion erhöhen. Ich glaube, so langsam haben wir Engpässe an vielen, vielen Stellen, weil wir einfach mehr Ressourcen verbrauchen. Das hier reicht noch. Da hätte ich so eine Lagerübersicht, wäre geil. Da müsste ich nicht immer hinlatschen. Ich mag es eigentlich, mit PowerPoint zu arbeiten. Ja, PowerPoint selber zu arbeiten oder auch zu erstellen macht Spaß, aber sie dann vortragen zu müssen oder ein Abgabedatum zu haben, macht keinen Spaß. Aber andererseits würde man sonst nie fertig werden. Hat das gerade gezuppelt? Nein. Gut, hier ist genug drin. Hier ist auch unser kleiner Freund, der will auch irgendwas von uns, aber ich will natürlich noch nicht mit ihm reden. Sonst geht nämlich das ganze Zeug weiter. Apropos weitergehen, wir haben die Lager gebaut. Jawohl, dann können wir das hier nochmal ein bisschen umsortieren alles. Können wir zum Beispiel nämlich die Erde nochmal hier reinlegen. Ja, das wird jetzt ein Spaß mit vollem Inventar. 80 Erdenstücken umzuballern.
Ja, die Sachen können da auch mit rein, obwohl... Machen wir... Nee, machen wir... Wir haben so viel Wüstenerde, nicht? Dann machen wir die anderen Sachen alle zusammen. So. Erst die Kiste hier leer. Und Bausachen kommen in die Kisten. Ah, hier haben wir noch Erde. Und Erde kommt nämlich da rein, weil ich glaube, wir haben so viel von dieser Wüstenerde auf Dauer, dass die eine eigene Kiste kriegen kann. So. Kiste leer. Kiste leer. Ja, die Samen. So. Die können wir auch hier mit reinwerfen. Ups. Ja. Passt. Passt. Na, hast du recht. Ja, ich hab doch immer recht. Aber dann trotzdem viel Volk beim Fertigstellen. So, Platten. Wir haben Ignumstäbe. Wir haben Stahl. Wir haben Rohre. Wir haben Kabel. Wir haben Förderbände. Wir haben Platten. Wir haben Eingänge, aber nicht mehr so viele. Da könnten wir also auch noch mal ein paar herstellen nebenbei. Wir haben Rampen. Ich auch noch mal ein paar, sollten aber eigentlich reichen. Die Level 2 Dinge habe ich gar nicht mehr gebraucht, nicht? Mit Level 2 Reihe. Ah, da steht, hier steht auch Gegenstände pro Minute 1200. Alles klar. Die verbrauchen noch weniger KW. Was brauchen wir noch? 25 nur noch von denen? Okay, da brauchen wir noch mal mehr. Warum bin ich zurückgelaufen? Jetzt habe ich es echt vergessen. Weil wir keine Platten mehr hatten. Okay, ich habe 2400 Platten. Beziehungsweise Bodenplatten. Nicht Plattenplatten. Plattenplatten kriegen wir wo? Erweiterte Maschinenteile. Hier hinten. Du bist doch Platten. Ja. Der ist doch plattenaffin. Sehr gut. Platten, 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 Platten. Und da wollte ich eigentlich nicht rein. Aber dann schwimmen wir halt zurück. Ist okay. Wäre cool, wenn man ein Boot oder sowas bauen könnte, weil es gibt doch echt viel Wasser. Oder der irgendwie so eine Erweiterung wie Schwimmdinger hätte. Also vom fortgeschrittenen Roboter im Jahr 3000 irgendwas oder keine Ahnung, wo das spielt. Ich meine, wir haben eine Raumstation. Da hätte ich schon erwartet, dass er irgendwie... Ich meine, wir denken heutzutage ja schon darüber nach. Wir können nicht mal Roboter bauen und denken darüber nach, dass ein Roboter, weiß ich nicht... Das sich umwandeln können muss, hier das muss und jenes muss. Und dann ist man irgendwie 1000 Jahre weiter und der Roboter kann gerade mal nicht rosten im Wasser. Wow. Also das kriegen wir auch heute mit Titan schon hin. Alle klar. Rohre. Stäbe. Stäbe laufen alle. Stäbe laufen alle. Stäbe, Stäbe, Stäbe. Stäbe, Stäbe, Stäbe. Stäbe, Stäbe, Stäbe. Ah, und dafür brauchte ich Schmelzen, nicht? Die hatten wir nicht mehr. Schmelze. Ups. Achso, Tab. Ich habe die gar nicht mehr unten drin, kann das sein? Ich die ewig nicht mehr gebraucht habe. Ah, okay, ich muss jetzt erst die anderen Sachen herstellen. Dann müssen wir trocken weiterbauen. Wir haben dazwischen immer 4 Abstand. 1, 2, 3, 4. Natürlich setzt er ihn nicht so rum, weil er nicht weiß, wo das Gebäude ist. Selbst wenn das Gebäude da wäre, setzt er ihn falsch. Da ist auch irgendein Ding entstanden. Das macht er auch ganz gerne. 1, 2, 3, 4.
Okay. Dann einen Merger. Kriegen wir auch noch hin. Merger. Und hier wahrscheinlich auch einen Verteiler. Klingt doch auch gut. Summ, 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 summ. Alles drum herum. Da ein Ausgang. Hier ein Ausgang. Wobei es wahrscheinlich nicht mehr notwendig wäre. Man könnte noch von den vorhandenen Dingern abgehen, aber egal. Die Schmerzen sind immer noch nicht fertig. Ich bin schneller mit dem drumherum bauen als mein Inventar. Oh, das hier ist falsch. Seht ihr? Oh, 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 oh. Da habe ich Boden abgerissen. Wunderbar. Ich hoffe, ich habe die richtigen Richtungen beachtet überall. Und jetzt werden uns eigentlich nur noch die vier schmelzen, um das Problem mit dem Stäben zu beheben. Und die Stäbe gehen gerade Richtung Null. Es wird eng. Oh oh. Oh oh. Gar nicht gut. Dann müssen wir 7 noch von den anderen abwarten. Ah. Frische Luft ist doch sehr gesund. Hier kommt zum Beispiel... Ah, die sind einfach so langsam, nicht? Ja. Das Zeug ist auf jeden Fall gut da. Ich glaube, die schaffen das auf jeden Fall noch nachzuschieben. Die sind doch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ja, okay. Dann wären wir auf jeden Fall auf einem Niveau. Weil das ist eine 1 zu 1 Übersetzung. Also die produzieren so viel, wie die verbrauchen. Das heißt, wenn wir danach noch mehr wollen, müssten wir hier noch mehr anballern. Das wäre aber auch kein Problem, nicht? Hier kann ich noch 4 anschließen und hier kann ich noch 2 anschließen. Minimum. Ich kann das ganze Ding aber auch noch auseinander pflücken und an ein Ding die 4 anschließen. Das heißt, das Problem ist dann eher, was aus der Erde noch kommt. Da ist nicht unendlich drin. Und hier kann ich noch 2 anschließen und... Ah. Ausgang. Und hier auch. Und das kann man genauso umbauen wie das. Echt? Das ist alles gleich aufgebaut. So, Schmelze. Inventar ist voll. Ach, willst du mich am Popo lecken? Dass er nicht automatisch einfach das Inventar sortiert, wenn sowas ist. Nach da die Tafeln. Zacki. Zocki. Die fangen automatisch an, nicht? Da muss ich gar nicht mehr machen. Alles ist eingestellt. Und dann haben wir die 4 Schmelzen. Jumm. Und dann haben wir hier hoffentlich ein positives Einkommen. Mal gucken, mal gucken, mal gucken. Jetzt muss ich das natürlich erstmal wieder sammeln da hinten. Aber man sieht, jetzt geht schon wieder mehr raus auf die Förderbänder. Kann natürlich sein, dass zu wenig ist. Immer noch. Wann kann eigentlich die Level 2 schmelzen?
Olomit-Treibstoff. Lastenaufzug 2. Ich hab doch gar kein Forschungspaket 4. Ich hab's erforscht. Okay, jetzt muss ich aufpassen. Marmorblöcke. Verschönere deine Fabrik. Nee. Hier, Olomit-Treibstoff. Aber wenn ich den erforsche nicht, dann sehe ich gar nicht mehr groß. Tiefpumpeneffizienz. Fortgeschrittene Stahlproduktion. Denkmal. Nee. Firma Mietschmelze. Warte mal, aber brauche ich nicht für die Forschungspakete Firma Mietstangen? Wie soll ich denn die herstellen, wenn ich die danach erst bekomme? Langstreckenscanner, den könnten wir erforschen. Wir können die Solarmodule erforschen. Oh ja, das mache ich mal. Denkmal, fortgeschnittener Stahl. Okay, irgendwo eins von den Dingern wird Firma Mietdinger, Firma Mielt, Firma Lied herstellen. Und das ist der Fertiger 3. Abbaukraft, erster unten, Fracking, Pumpe, Hochofen, Rohrleitung, Roboter, unterirdischer Abbau. Der hier wird dann interessant. Ich glaube, bei dem gibt es dann unendlich Ressourcen. XF, TE, IG und MG ärgern. Okay, da kommt also noch einiges dazu. Frachtschiffe, Telux-Adern. Es sieht halt nicht so viel aus, aber hinter einem so einem Punkt können natürlich 100 Items stecken. Also wie hier beim Olomit-Treibstoff dann auch tragbarer, flüssig und Raffineration dahinter steckt. Ich würde sagen, es reicht nicht. Das heißt, wir bräuchten noch Zerkleinerer. Ich habe noch 2 Zerkleinerer. Ich würde mal sagen, ich lege die hier noch zusammen auf einen. So. Kann ich das Zeug da reinwerfen? Ich hoffe. Sonst habe ich es ewig an der Backe. Scheiße. Na, die sind voll. Hier kann ich es reinwerfen, nicht? Ja, besser. So. Okay, dann haben wir hier nämlich schon mal 2 Dinger gewonnen. Jetzt haben wir genau das Problem mit diesem Stromding. Mal gucken, wie wir das gleich umlegen. Zerkleinerer 2 herstellen. Wie viel Abstand hatten wir mal 2, nicht? Und nach hinten wahrscheinlich die Tafel. Okay. Was halt wirklich immer nervt, sind die Ein- und Ausgänge. Das ist wirklich the pain hier. Okay, ein Ausgang. Ich hoffe, dafür reichen die 5 Megawatt noch aus.
Sonst müssen wir es halt auftrennen hier. An der Stelle irgendwo. Eigentlich müssten wir es hier einmal aufsplitten, nicht wahr? Na. Und Ausgang, Ausgang. Als ob ich sowas vergessen würde. Technumerz. Und Technumerz. Und runtergefallen. Ich wollte ja nur hier wegen des Stroms nochmal gucken. Also wir wollen das ja noch ein bisschen breiter machen, oder? Obwohl, nee, jetzt sind wir ja eigentlich fertig. Kann der da generell nicht ran oder hat der nur zu viele Verbindungen? Nee, der kann da generell nicht an, nicht? Weil da das Ding im Weg ist. So, wenn wir es dahin machen, reicht das noch? Da ist der andere Block im Weg. Okay. Dann haben wir noch eine Chance. Das. Wenn das auch nicht geht. Ha! Natürlich geht das. Oh ne, das ist nicht schön, oder? Ist das übereinander? Ne, das ist nicht übereinander. Hey. So. Dann können wir den nämlich wegnehmen. Zack. Und dann haben wir es am Rand erstmal lang gelegt. An sich wäre es gut, wenn unten drunter der Strom verläuft. Dann könnte man den immer überall da, wo man braucht, hochziehen. Aber da man die Dinger so spät kriegt, habe ich das alles nicht eingeplant. Das ist natürlich ein bisschen blöde gelaufen. So. Wir können schon mal nochmal 4 Schmelzen herstellen. Und nochmal gucken, ob das hier schon... Er hat sich noch nicht gebessert, nicht? Und wir produzieren noch nicht mal wirklich. Und wir brauchen nochmal die Stangen. Also von daher... ist es, glaube ich, gar nicht schlecht, dass wir uns darum frühzeitig kümmern. Ich meine, die Stangen sind alle, faktisch. Wenn ich Stangen brauche für irgendwas, sind keine mehr da. Also knabbern wir da eigentlich gerade an der letzten Bohnenstange. Oder was kann man dazu sagen? Ich weiß gar nicht. Gibt es da ein Sprichwort für? Wir haben uns quasi den Ast selber abgesägt unterm Arsch. Ich glaube, das trifft es am besten. Wir wollen einen Ausgang haben. Zum Glück habe ich genug Teile immer auf Lager, um sowas eigentlich abzufangen. Jum, 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 jum. Ausgang, Ausgang. Merger, Merger. Immer wenn ich Merger sage, fällt mir dieses alte Lied ein. Batches, 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 Mushroom, Mushroom, Batches, 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 Mushroom, Mushroom, Snake, a Snake, it's a African Snake. Oh mein Gott. Vielleicht kennst du ja ein oder andere noch. Ja, so alt ist man irgendwann. Das waren die Memes des frühen Internetalters. Achso, stimmt, das ist ja nicht ein Schmelzer, dem muss man ja noch sagen, was er machen soll. Vergesse ich auch ganz gerne und dann wundere ich mich, warum die Sachen leer sind. Okay, also Technum sollte dann genug rauskommen. Das heißt, hier haben wir die entsprechenden Vorräte. Blong.
Sehr gut. So, was fehlt, ist jetzt die Schmelzen. Das ist immer noch leer und das ist immer noch blöd. Wir haben die vier Schmelzen gebaut. Bingo, bongo. Und ich habe sie falsch rumgesetzt. Bingo, bongo. Raus, raus. Raus, raus. Rein. Raus. Raus, raus. Ja, man sieht ja, da läuft gar nicht so viel übers Band. Das können wir auch hier schön zusammenführen. Eigentlich kann ich auch hier das aufsplitten. Wenn man was jetzt schon, haben wir später noch. Weil ich habe so ein Gefühl, wir brauchen trotzdem noch mal mehr. Wunderbar. Und dann produzieren die nämlich hier schon hoffentlich die ersten Stäbe. Klong, klong. Sehr gut. So, euch muss ich nochmal umdrehen. Muss ja einheitlich aussehen. Raus, raus. Natürlich hat das wieder irgendwo gesetzt. Rein. Raus. Machen wir erst den Ausgang. Ich würde auch hier sagen, machen wir es einfach zusammen. Muss ich nämlich nicht so lange Förderbänder bauen. Hat auch ein bisschen was an Vorteil. Und es kommen ja nicht so viele Stangen raus, dass das Förderband die Kapazität nicht hätte. Von daher alles gut. Und ich würde auch sagen, hier einfach aufsplitten. Und dann haben wir's. Ich würde sagen, auch in der nächsten Folge werden wir daran weiter bauen, aber dann hoffentlich mit genug Stäben wieder auf Vorrat. Und uns den Leiterplatten widmen. Die wir hier weiterbauen werden. Wir haben noch 1700 von den Plattformen. Die Stäbeproduktion ist ja mal locker dupliziert worden. Sogar ein bisschen mehr. Und ja, ihr könnt gespannt sein. Bis zur nächsten Folge.